Hallo und herzlich willkommen zu Untravel von Waffen. Genau. Heute reden wir ein bisschen über den White-Händler, den man alle zwei Wochen und zwar nur auf den Tenor Relays findet, der ab und an auch wirklich tolle Mods hat, aber manchmal hat er auch wirklich Grütze. Sehr oft. Ja. Oder unnützes Zeug. Ja, das kommt halt auch vor. Und das Besondere an diesem White-Händler ist, dass er, wenn er alle zwei Wochen auftaucht, immer auf einem anderen Relay auftaucht. Heute beispielsweise ist er auf Iris, Kuiper Relay heißt es, auf der PS4, aber das variiert halt jedes Mal, wenn er kommt. Ist eigentlich scheißegal, wie das, ob es Kuiper einfach nach Relays gucken und drauf. Nee, weil das Problem ist, jedes Relay braucht einen anderen Meisterschaftsrang, damit man drauf kommt. Deswegen, das heißt, wenn einer nicht so lang dabei ist und deswegen einen schlechten Meisterschaftsrang hat, dann könnte da nicht drauf. Also ich glaube, das Cooper Relay, da müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, habe ich noch das Ding offen? Also müsste man dann theoretisch einen Shop auf dem Dojo dem anderen die Kohle geben oder die Teile, wo man eintauschen will. Der geht dann kaufen und dann kommst du zurück und musst dann zurück. Ja. Was das Coole ist, bei Prime-Mods sind es ja, glaube ich, eine Mille an Credits, die man braucht beim Tauschen. Geil. Ja. Also deswegen ist der White-Händler was Besonderes, weil man eben ein bestimmtes Level immer haben muss, um auf die Relays zu kommen. Also hier als Eris braucht man beispielsweise Meisterschaftsrang 8. Das heißt, in dieser Woche wäre nicht 8 oder Hirsch, der hätte jetzt Pech gehabt. Ja. Auf der Erde beispielsweise kann man schon mit Level 0 drauf. Und das ist so ein bisschen die Krux eigentlich an dem Void-Händler. Man kann zwar die Chance haben, relativ einfach an guten Mods zu kommen oder an richtig starke Mods, aber man kann auch Pech haben und dann eben nicht. So, jetzt kommt noch das Besondere. Der Void-Händler, der will natürlich nicht nur Geld, sondern der möchte Dukaten. So, und wie kriegt man Dukaten? Indem man die verkackten Blaupausen verkauft, die man sich hart erarbeitet hat. Scheiße! Aber wie ihr schon bei Jens seht, er hat schon viel zu viel. Und für jeden Prime-Blaupause, die man verkauft, egal Schaft, Lauf oder sowas, kriegt man dann eine bestimmte Anzahl an Dukaten. Dukaten kann man, soweit ich weiß, auch handeln. Aber habe jetzt noch nie gesehen, dass mir einer Dukaten angeboten hat. Dem hätte ich gesagt, du kannst mich mal. LMA. Jawohl. Und ja, das war es eigentlich schon zum Void-Händler. Er hat neben Mods, kann er auch mal Waffen haben oder irgendwelche optischen Accessoires. Es gab auch schon Event-Mods. Also von daher, für alle die entsprechende Mannschaft dann gehabt, schaut alle so Wochen vorbei. Falls ihr jetzt gerade nicht wisst, wo er ist, entweder mal kurz, was weiß ich, in den Chats nachfragen. In Warframe, da wird immer relativ gern geantwortet. Oder einfach jedes Relay durchsuchen. Du bist ja witzig. Ja, ich weiß. Ja, also das war es eigentlich auch schon. Zum unserem kurzen Tutorial zum Void-Händler. Falls ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Von daher, viel Dank fürs Zuschauen und bis demnächst, wenn es wieder heißt. Wolf. Genau.